Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Mist. Wir befinden uns wieder auf der Hauptinsel und haben schon wieder die beiden Brüder beim Streiten zugehört beim letzten Mal. Beziehungsweise nicht streiten, sondern sich gegenseitig Vorwürfe machen. Und wir müssen jetzt, ach warte mal. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir noch wieder was Neues herbekommen. Denn jetzt haben wir ja hier das letzte Mal einen Code bekommen. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung wieder. Also den haben wir. Das haben wir schon geholt. Das noch nicht, ne? So, gucken wir nach, was wir da jetzt für eine Nachricht bekommen. Irgendwo müssen wir ja auch noch mal den Code für diesen Safe bekommen. Vielleicht bekommen wir den jetzt ja mal. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt, was uns das jetzt alles bringt. Zu und an. Weil ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau hin können. Also, wir haben immer diesen Safe noch nicht geknackt. Das machen wir jetzt einfach mal. Hoffe ich zumindest. Man weiß es nicht. Achso, nochmal. So. 724. Das könnte natürlich auch der Code sein. Letztes Mal da hatte ich ja 221, aber das war für den Glockenturm. Das heißt, wenn das hier jetzt der Code ist, 724, dann können wir auf jeden Fall den Safe da schon mal aufmachen. So. Cool, cool, cool. So, dann gehen wir mal da runter und schauen nach, ob das auch der richtige Code ist. Denke aber schon. Zack. Hallöchen. So. 7. 2 ist richtig. Und dann 4. Ah. Was ist das hier? Huch. Ist da jetzt irgendwas angegangen hier? Ah, oh, warte mal. Ach, guck mal, es gibt da unten Feuer jetzt. Jetzt machen wir volle Pulle hier. Ist das richtig? Ich glaube, es ist vielleicht doch nicht volle Pulle. Warte mal. Aber lass mal volle Pulle. Vielleicht hier zum Baum gehen? Warte mal. Okay, 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 okay. Erstmal volle Pulle machen. Okay. Bis der Baum ganz oben ist, oder? Wir können schon gleich da runter gehen. Warten wir mal kurz, bis er ganz oben ist. Okay. Jetzt machen wir aus, dann müssen wir schnell hier hinrennen. Damit wir da hinkommen, pass auf. Komm schon gleich rein. Haha! Ich kann nichts drücken. Aha. Okay. Es gibt echt noch so einen unterirdischen Bereich hier. Oh, okay. Dann kann ich wahrscheinlich wieder nach oben schicken. Wieder ein Buch. Gehen wir da rein.
Okay, bin ich gespannt, wo wir diesmal landen. Okay, das sieht ein bisschen sumpfgebietmäßig aus. Mhm. Kleiner Steg, kann man runterfallen? Nee, kann man nicht, ne? Kann man ja nirgendwo. Okay, das ist eine Weiche anscheinend. Lass ihn noch mal kurz normal. Ich weiß nicht, was da passiert. Gucken wir mal hier, was es hier noch so gibt. Kann man rumlaufen? Ist noch ein Schalter? Nichts passiert. Okay. Nichts passiert. Oh Gott, das sieht ja echt unübersichtlich aus hier, wie so ein Labyrinth. Da geht es. Hier ist noch eine Weiche und da geht es da längs. Da hinten ist eine Mühle. So, längs. Und da längs. Wir gehen jetzt mal hier kurz mal. Hier ist die Weiche, wo wir gerade eben waren. Hier ist noch eine Weiche. Hier ist eine kleine Hütte. Das ist ein Fahrstuhl. Jetzt vielleicht? Ne, das ist gar nichts. Okay. Können wir hier nochmal längs gehen? Dann ist noch ein Fahrstuhl. Hier geht es auch nicht weiter. Das ist zu Ende. Hm. Das ist ja schon eine wirre Gegend hier. Sieht so ein bisschen aus wie bei Star Wars, bei den Ewoks. Da finde ich auch Yoda gleich hier. Ich weiß nicht. Da hinten ist noch was. Da geht es irgendwie hoch. Kommen wir nicht durch. Einfach so. Einfach so kommen wir da nicht rein. Okay. Da oben ist echt so kleine Baumkronen und so. Okay. Gut. Ja, zurück. Da ist eine Hütte. Da dreht sich eine Windmühle. Über so Schläuche. Da ist Wasser drin. Okay. Diese Schalter? Es läuft hier bestimmt Wasser durch. Okay, dann folgen wir mal dem Schlauch. Folgen wir dem Schlauch. Die Frage, wo wir Wasser hinhaben wollen. Wir wollen, dass das Wasser... Das ist jetzt hier längs? Anscheinend, ne? Im Hütz zumindest. Hier kommen wir nicht durch. Hier fehlt ein Hebel. Also das bringt uns gar nichts hier. Okay, dann drücken wir mal hier dran. Guck mal, hier hört man kein Wasser mehr. Das geht hier lang. Okay, ah, das ist ja cool gemacht. So, da ging es zum Fahrstuhl. Lass uns das Wasser da hinjagen. Das läuft sogar hier längs. Hier auch. So, guck mal, ob der Fahrstuhl jetzt funktioniert. Okay, ich schütze mal erst. Und dann? Oh. Tatsächlich, jetzt geht's, okay. Hier oben in den Baumkronen. Ist ja auch ganz witzig. Okay, das ist nicht so witzig. Hier geht es irgendwie nicht weiter. Da geht es weiter, okay. Da ist eine Schmuschel. Das ist ein anderer Kram. Hier kann man gar nichts machen. Oder? Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich echt nichts machen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Da hinten wäre hochgekommen. Dann gehen wir hier hinten mal längs. So, eine kleine Hütte. Hm. Jetzt hier durch. Hier was
drin. Was von Wert ist oder so. Also es gibt hier ganz schön viele Hütten. Gehen wir hier links. Nichts machen, hier links. Nichts drin in den Dingern. Bringt irgendwie gar nichts hier. Also da kann man nicht weiterkommen. Da geht es ja auch nicht weiter anscheinend. Also von der Hütte zur anderen Hütte gehen. Das ist aber schon blöd. Wenn man gar nichts machen kann. So, von der Hütte. Gehen wir erstmal zu der Hütte hier hinten. Irgendwo muss ja was passieren. Das ist ja riesig hier. Ist da irgendwas? Sind tatsächlich nur so alte Fischerhütten. Oder ist das hier? Glaube ich, ne? Hier wird? Nee. Crazy. Wenn hier gar nichts machen kann, ist ja auch selten. Okay. Achso, hier ist das eine, wo man... Hm? Kann ich hier mit dem Fahrstuhl runterfahren? Nee, kann ich nicht. Da drüben müssen wir rüber, das irgendwie... Also diese Tür hier wird doch von diesem Schalter da hinten bedient, sehe ich das? Aber wie kommen wir denn da rüber? Müssen wir einmal komplett außen rumlaufen, oder was ist das? Wir müssen zu der Hütte, da müssen wir hin. Ach, da kommt man hin. Warte mal, hier durch? Hier durch? Dann da rüber. Also man kommt auf jeden Fall hin. Behaupte ich mal, dass wir da hin müssen. Ich weiß das nicht. Aber das ist ja so ein Drahtseilgeäst, das garantiert so eine Art Schalter. Oder sowas. Genau, hier. Drücken wir mal. Das sieht bloß nichts. Nee. Okay, da muss wahrscheinlich auch erstmal Wasser hier hinfließen oder sowas. ja. Aber wie? Warum funktioniert dieser Hebel nicht? Das ist, könnte man sehen, dass das so hoch geht, wisst ihr? Okay, das funktioniert nicht. Da können wir mit dem Fahrstuhl wieder runterfahren, glaube ich. Müssen wir, glaube ich, auch machen. Das ist ja blöd. Okay, dann müssen wir vielleicht einen anderen Fahrstuhl benutzen, um hochzukommen. Damit wir das irgendwie wieder in Gang bekommen da. So. Da sind wir gekommen, ne? Hoffe ich zumindest. So, können wir jetzt raufklicken? Ja, das geht runter. Dann müssen wir das Wasser in eine andere Richtung laufen lassen, damit das irgendwie funktioniert. Da geht es ja nirgends wohin. Ich weiß nicht, was er hier hin. Ich muss kurz gucken, ob es hier noch irgendwo so ein Baumhaus gibt. Da geht es auch nirgends wohin. Doch, da ist aber ein Hebel da hinten, ne? Lass mal das Wasser dahin fließen kurz. Ist hier noch irgendwas? Ne, da geht es runter. Okay. So, und hier hinten noch ein Hebel, vielleicht können wir da ja irgendwas bewirken, ne? Aha, guck mal. Gehen wir hier rüber?
Sehr schön. Aber hier läuft das Wasser leider nicht längs. Okay. War das der Fahrstuhl, mit dem wir gerade eben nach oben gefahren sind? Ach, guck mal. Okay, jetzt können wir den Wasser hier längs laufen lassen, dass wir zu dem Fahrstuhl kommen. Jetzt machen wir das glatt. Aha. Gut, gut. Soll ja auch nicht so einfach sein. So. Gut, gut. Achso, können wir nicht rüber. Müssen wir also einmal außen rumlaufen. Das Wasser kommt ja schon mal zum Beispiel schon mal dahin. So. Crazy, also das ist schon ganz schön wehr hier mit den ganzen Rohren. Aber auch sehr spannend gemacht, muss man sagen. Oh, wir sind auch echt schnell hier, ne? Der macht ganz schön einen Kilometer hier, der gute Mann. Genau. Wir hier reingehen. Was ist das denn für ein Knopf? Kann man vielleicht ein paar schon mit rufen? Wahrscheinlich, ne? Okay, los geht's. Ab nach oben. Hier ist noch ein Buch. Es bringt ja nichts zurückzugehen, wenn wir rein. Wenn wir jetzt zurückgehen, wir haben ja die roten und blauen Seiten nicht gefunden. Oder? Aber ich glaube, weiß nicht, wenn man die jetzt nicht gefunden hat, dann muss ja richtig sein trotzdem, ne? Fahren wir zurück. Aber wir haben keine Seiten gefunden. Ich glaube, das ist verkehrt. Wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wir müssen nochmal zurück. Das stimmt doch eigentlich. Sie haben ja keine Seiten gefunden. Ich glaube, wenn man die Seiten nicht findet. Ich glaube, in jeder Epoche findet man eine Seite. Also, probieren wir nochmal. Das war auch so einfach, ne? Ja, definitiv ist das verkehrt gewesen. Also, wir haben in jeder Epoche eine Seite gefunden, die müssen wir auch da finden. Zumindest haben wir das Buch schon mal gefunden, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber schräg. Das Buch vor den anderen Seiten gefunden. Die waren bestimmt irgendwelche von diesen Baumhäusern drin. Okay, zurückgehen. Runterlassen. Ich meine, enge Kiste hier. Huck. So. Gut, fahren wir nochmal runter. Also, muss ja da irgendwo sein. Wir müssen mal gucken. Zurück, hier ist nochmal das Buch, wo wir zurückkommen. Das machen wir nochmal. Okay, hatte ich alles resettet da. Wir wissen auf jeden Fall, wie wir ins eine Ding kommen und wie wir ins andere kommen. Also wie wir zum blauen Buch kommen, wissen wir schon mal. Beziehungsweise zum Buch, um zurückzukommen. Uns fehlt ja jetzt nur die Logik, um die blaue und die rote Seite zu finden.
Ich hätte gedacht, dass man diese Tür bei der Wendeltreppe öffnen kann. Aber das funktioniert ja nicht. Sollen wir mal kurz gucken. Läuft hier wahrscheinlich gar kein Wasser mehr. Doch, läuft Wasser immer noch. Das ist ja gut. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder da zurück zu diesem... Ja, okay. Hier hätte ich gedacht, dass man hinkommt, aber da kommen wir ja nicht hin, weil ich diese Tür da nicht aufbekommen habe. Ich kann die jetzt auch kriegen. Also, ich muss hier längs gehen. Dahin, okay. Wo kommen wir denn hier hin überhaupt? Ach so, das war die Stelle, okay. So, jetzt fahren wir den Fahrstuhl mal hoch. Und drücken den Schalter hier. Und drück. So. Und da oben müssen wir die eine Tür bekommen mit der Wendeltreppe da. Und da ist ja auch ein Fahrstuhl gewesen, der ja nicht nach unten führt, sondern nach oben, habe ich gesehen. Das heißt, da müssen wir hinkommen. So. Mal gucken, also. Wenn wir diesen Schalter wieder finden. Wir müssen auch irgendwie aktivieren können. Also wenn wir in diese Richtung gehst, da war nichts weiter, ne? Ne, hier war nichts weiter. Gut, dann müssen wir doch in die Richtung. Dann laufen wir mal. Ja. Oder hier mal gucken, dass wir hier die Seiten, wir legen die auch in einem von diesen Baumhäusern drin. Oder? Naja. Hier, hier. Aber hier ist auch das Seilteil. Da. Also von innen vielleicht machen. Weil der ist doch für die Tür da hinten zuständig, sehe ich das verkehrt. Sieht zumindest danach aus. Ach Quatsch, da hinten geht die Tür doch auch immer auf, oder sehe ich es verkehrt? Jetzt hier auf! Ach mein Gott! Ich dachte, da passiert gar nichts, aber jetzt ist sie auf. Okay. Dann können wir jetzt längs laufen. Gott, wieso haben wir das gerade eben nicht gesehen? Dumm. Ah, das ist, weil es so blöde Geräusche macht. Wir hätten ja auch so eine kleine Zwischensequenz machen können, wo man sieht, dass diese Kacktür aufgeht. Aber nö. Wollen wir ja durchgehen. So. Dann laufen wir da mal hin. Cool. Ja, das haben wir gerade eben übersehen. Oder ich hab's übersehen. War das auch das Dumme von mir? Okay, jetzt können wir hier runtergelaufen, nämlich. Und jetzt können wir... Ja, weiß ich gar nicht, was wir können. Doch, jetzt müssen wir das Wasser zu dem Fahrstuhl da hochleiten. Da ist nämlich ein Rohr, was hochgegangen sieht hier. Das muss ja das sein, ne? So, hier können wir die Tür auch aufmachen, die zweite Tür. Perfekt. So, jetzt müssen wir das Wasser holen, hier wieder hinsteuern lassen, das Wasser. Perfekt. Oder mehr oder weniger perfekt. Ist das zu hoch? Sehr schnell. Wie schwindelig gerade. Blöden drehen. So. Das Wasser ist hier. Jetzt müsste der Fahrstuhl ja auch funktionieren hier vielleicht. Obwohl, der bringt mich. Ah, guck mal an. Guck mal einer an. Hätte man ein bisschen mal die Augen aufgemacht, wäre das schon viel schneller fertig gewesen. Naja, was soll's. So. Tür auf. Wo ist man ganz schon weit oben hier? So, hier gibt es ein Haus, da gehen wir mal hin. Oh, so ein richtiges Haus mit Tür.
Moin. Diese Schublade. Ein Dolch und ein Messer. Hier ist eine rote Seite. Perfekt. Hier liegt noch was. Ah, befindet sich gut, denn sie müssen. Wenn man jeder Schalter schiebe. Auf ein und dann zum Dock und Schalter dort auf aus. Schiebe alle diese Schalter auf ein und dann zum Dock und Schalter dort auf aus. Also müssen alle Schalter auf einstellen und den am Dock auf aus. Okay, das ist die zweite Nachricht von der anderen Nachricht. Die habe ich auch fotografiert. Also das heißt, ist dann sowas wie man kommt hinein, wenn man ja zuerst jeden Schalter schiebe alle diese auf der Insel auf ein und dann zum Dock. Okay, gut zu wissen. Okay. Warte, dann gehen wir jetzt hier rüber. Also die eine Seite haben wir schon mal, dann wird hier drüben ja noch irgendwo eine Seite sein. Dann ist noch so ein fettes Haus, da gehen wir auch nochmal hin. Die Musik ist irgendwie voll cool, finde ich, zwischendurch. So. Okay, können wir noch weitergehen? Gut. Komischer Kauz. Was ist die blaue Seite? Was ist das? Interesting device you have here. I'm not erasing anything important in my Remember, he is preparing. Take only one page, my dear brother. Okay. Was das zu bedeuten hat, wissen wir natürlich alle nicht. Gut, jetzt noch zurückgehen. Jetzt können wir wieder zurück in unser Zeitalter. Für das Ding ist, weiß ich eigentlich gar nicht. I hope I pushed the right button. Ach so, okay. What a very interesting device you have. Okay, kann man die Nachrichten da wieder nochmal anhören. Gut. Er lacht immer noch. So, jetzt geht's wieder runter. Komm schon. Zack. So, okay, jetzt geht's wieder runter zur Insel. Gut, wir sollen alle Schalter auf einstellen und den am Pier auf aus, hat er gesagt. Das müssen wir noch machen. Was wir jetzt machen müssen, weiß ich nicht, aber das müssen wir uns merken. Dann kommen wir zu der Schatzkammer. Gibt's noch irgendeine Bonus-Sache, die wir finden können? Das wäre natürlich ganz, ganz cool. Und gehen wir kurz runter. Boah. Wird ja auch schlecht wie mir hier. So, jetzt müssen wir zu dem ganz anderen Bereich gehen. Das müssen wir wieder das Ding auf. So. Dann muss das Wasser hier durchfließen. Okay, nehmen wir hier drauf. Das ist hier, genau, das ist da längs fließen, das machen wir auch. Genau. Zurück. Hier längs. Hier nicht. Nein, weiter. Hier längs. So. Genau. Dann können wir wieder ins andere Buch kommen und in unser alter Zeitalter zurückgehen. Das sind ja auch die letzten Seiten dann, die wir haben, oder? Glaube ich. Und die sollten noch zwei Seiten brauchen, ne? So, nehmen wir uns den zurück.
Da kommt er da. Cool. Gut. Nicht der schnellste Fahrstuhl, den man sieht. Kann auch nicht schnell sein. Das ist unser Ziel. Das ist echt witzig, muss ich zugeben. Wirklich witzig. Dass wir gerade eben auch die Seiten nicht entdeckt haben, beziehungsweise gar nicht erst gefunden haben. Dass ich jetzt einen Schalter nicht gesehen habe, dass die Tür aufgeht. Wie dumm war das dann bitte? Denn? So. Und zurück. Gut. Jetzt müssen wir die Seiten nochmal abgeben. Gut, pass auf. Dann bedankt er sich bei uns. You finally returned. I owe you a debt of gratitude, for you have nearly released me. My name is Cirrus. I trust that from your exploration, you've become convinced that my wicked brother Aknar is guilty. And I am innocent. It is I, oh, yeah. Formerly imprisoned here, imprisoned by my father. I don't know who you are, or how you came to this island, but I assume you must at least know something of the books. It was father who was a master of the books. He wrote hundreds of them, all describing and linking to the fantastic places and ages which he had discovered. Okay. Which you now stand was our father's library. It was here in this room on this island named Mist that he housed most of these books. But such a waste. By now you have surely discovered that Aknar has burnt you to reading most of these books. Why? Our father was always watchful of our exploration, grew up under his strict supervision. But when we came of age, he gave us unbridled access to the Mist books. He began to leave our adventures more and more unchecked. Unsupervised as we were, my brother began to become disturbed. He began to take more from the Mist ages than he had given. Soon he gained a twisted pleasure from the conquest and destruction of the other ages. It was horrific. His thirst for destruction. But alas, even I discovered his insanity too late. He had completely destroyed all of the Mist ages but four. I wasted no time. In warning my father, I thought he would recognize Aknar's guilt. But in a fit of rage, he imprisoned both my brother and myself within the pages of these books, designed to hold us until he could judge which of us was guilty. Okay. To discover the truth, our father embarked on one final journey. However, he has never returned. I can only assume that he perished along the way, leaving me, an innocent victim, trapped. Okay, ob er unschuldig ist, Now, you are here to release me. Listen carefully. You must find one more page, and I will be forever free. There is a book on the shelves in this library, which is mostly burned, but has a few pages still intact. It is the last book on the middle shelf. Find it. This book is filled with a variety of patterns. Find pattern 158. Recreate the door. 58, schau kurz auf. This will bring you to the last red page. Bring that page to me, and I will finally be released. And able to reward you, of course. Ignore the blue page. That page finishes my brother's book. It chills me to even think what would happen if you were to release him.
where the red and blue pages reside, also resides a green book. If you touch the green book, you also will be in prison forever. Okay, grüne Buch nicht anfassen. Okay. So, gucken, was der Blaue sagt. Hello. I'm Akinar. I'm glad to see that you've returned to help me escape from my wrongful imprisonment. It was Cirrus who did this to me. Cirrus, my wicked brother. Do not listen to him. I warn you. I warn you again. He is a liar. Do not be persuaded by his evil lies. Do not release him. He killed my father. He will kill you. It began when my brother, Cirrus, began to lust for riches. He stole from the ages of mist. He hoarded up riches for himself. My father slept away his watchfulness. My sick brother secretly pronounced himself king. King of the ages of mist, he said. He began to look upon me in disgust, his lowly brother. I hated him. And then Cirrus began to destroy the ages of mist. He burned their forests. He tore down their structures. Man weiß nicht, wie man das bauen soll, oder? He murdered their inhabitants. He completely destroyed all but four of the ages. Of course, I had to warn my father. When I finally found him, there was Cirrus also talking cleverly with the lying tongue of a serpent. He convinced Father that it was I who had destroyed the ages. He convinced Father that it was I who was greedy for wealth and plunder. And as Cirrus dealt the final blow, he tricked Father into believing that I was the murderer. But Cirrus did not deal as fast a blow as he had planned. And his father died a slow death. He at last doubted my brother's clever lies. And so, in dying, Father imprisoned us both. Unsure from which of us the blow had come. I swear to you, what I say is the truth. Ich weiß nicht, wie man da trauen soll. You must release me. My brother is a deceitful liar and deserves punishment. I only wish vengeance for my dear father's wrongful murder. Na klar, du willst alles sagen. Aber der andere auch leider. Page to release me from this prison. It is the easiest to find. Go to the bookshelf that's in this library. On the far side of the middle shelf, there's a burned book, which is different from the other burned books. This book is filled with patterns. Find pattern 158. Okay, wir müssen 158 finden. Mimic its design on the panel in the fireplace. Doing this will bring you to the last blue page. Remember, don't take the red page. Take only the blue page and return it quickly to me. Oh, and do not touch the green book. It is a clever trap to imprison those who have not been warned. Do not be tempted, for you will rot and die imprisoned as I am. I tell you, if you follow my instructions, it will be well worth your while. I promise you that. Go. Okay, also was wir genau machen, weiß ich noch nicht. Aber definitiv die beiden verrückt. Gut, für heute soll es das dann gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, bitte klickt nochmal das Abo an oder haut auf die Glocke, damit ihr das nächste Mal wisst, wann ich dabei bin. Und über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Tschüss.